Here we go, Eligella. Ooh, why always me? Ooh, Eligella. Like I'm Balotelli. Eligella, you're the best, man. Love you. Why always me? Congratulations, Elias. I'm a big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? Ooh, trying to call you telly. Was ein scheiß so. Wandertag. Robert war der Wirt. Ich war der Wirt! Weil er sich sein Haus angucken wollte. Nein, weil du die ganze Zeit mit deinem Pferd wegrennst. Willi ist vorgelaufen, was soll ich denn machen? Ich bin ja nicht mal vorgelaufen. Ich hab mich in Minecraft verlaufen. Das Ding ist over. Ich lass los. Ihr könnt mich am Arsch lecken. Ich werde hier die ganze Zeit beleidigt. Wir sind Spinnen. Pass auf! Mann. Mein Pferd ist tot! Ja, okay, ich baue. Was dein Pferd? Das Pferd ist tot, Rohr. Ja, du Wichser. Nimm wenigstens die Diamantrüstung mit. Ich lasse sie hier liegen. Vom Pferd. Sag jetzt, was ich machen muss. Mann, Digga, ich hab mich verloren. Ich hab verloren. Ich weiß nicht, wie ich wegkomme. Ein Vierjähriger, der sich verloren. Wirklich. Sag mal deine Koordinaten bitte. Koordinaten, bevor ich ausrasten muss. Was soll ich dir erzählen? Wo steht das? Drück mal F3. Einfach. Der kleine Elias. Drück mal einfach F3. Drück einfach F3. Mann, Digga, mich schlägt die ganze Zeit so ein Zombie. Er ist dead. Er stirbt. Oh mein Gott! Der Wandertag ist der Ende. Und jetzt zünde ich dein Haus an. Mein Haus! Digga, wenn er mein Haus anzündet oder sich wagt. Ich hab damit nichts zu tun, Edi. Er hat dich einfach alleine gelassen. Ohne Witz, du bist der Wirt. Wie kannst du denn mit einem Pferd einfach vorreiten und sagen, ja, folgt mir? Ja, ist meine Schuld. Ihr kleinen Fotzen, hört mir zu, ja? Ihr kleinen Wichser. Digga, Willi ist vorgelaufen, nicht mal ich! Dann bist du meine Stirb, du gib mir die Schuld! Du kleiner Wichser, du bist auf dem Pferd. Wir laufen da hinter dir. Ja, Willi, bitte halt der Maul. Halt die Fresse! Du bist hier auf dem Spiel seit 10 Jahren und behandelst uns, als ob wir seit dem Kindergarten zusammen Minecraft spielen. Ey, ich schwöre, wir haben Trojaner als Anführer. Ja, ehrlich. Ja, ey, Digga, ich schwöre, ihr seid die größten Wichser dieser Welt. Ich werde eure Häuser anzünden. Eli, sag Entschuldigung und ich hole deine Sachen wieder. Ich bin darauf angewiesen. Ich werde auf deine Sachen spucken. Ich werde die holen und selber behalten. Okay, jetzt sag bitte, Rohrt, gib mir die Sachen. Mich gibt dir die Sachen. Nein, sag, du kriegst eine Schelle von mir. Was denn? Kill mich doch, ist mir doch egal. Kill mich doch, ja, cool. Oh, scheiße. Also, was machen wir jetzt mit unserem Wandertag? Rohrt, du musst uns jetzt das geben, was wir für den Wandertag brauchen. Ganz viele Spitzhacken. Dann gehen wir in eine Höhle rein und machen da alles weg. Und keiner nimmt irgendein Nuttenpferd. Digga, die ficken so meinen Kopf, ne? Das ist so krank. Das brauche ich. Mach mal, Digga, geht's? Hallo, geht's? Können wir uns jetzt mal auf den Weg machen? Nee, wir brauchen Essen. Wir müssen langsam Essen fahren. Ich fahre jetzt Essen. Ja, dann sag uns doch, wir helfen dir. Ja, wir helfen doch. Aber du gibst keine Kommandos. Aber Bibi, sag doch was. Und er ist wieder weg über alle Berge. Du bist der Digga, ich hol doch Essen gerade. Ja, wir können dir doch helfen. Nein, ihr könnt mir nicht helfen. Ich hol doch selber. Hä? Was soll ich mir jetzt hier einen Puller rumspielen? Sollt ihr mir denn helfen beim Essen holen, Mann? Soll ich dann Puller rumspielen oder was? Was soll ich denn jetzt machen die ganze Zeit? Ja, ich hab vorhin auch 3 Tage auf den Wandertag gewartet. Ich bin wieder da. Ich hab wieder ein Pferd. Nein. Mann. Er hat wieder ein Pferd, der Bastard. Ich kann das nicht mit dem Pferd. Du bist zu schnell für uns. Aber guck mal, was bist du für ein Kapitän, Rohrt? Mach doch mal irgendwas. Ja, warte. Ey, Digga, Betten mitnehmen. Wichtig, baut alle euer Bett ab. Bett mitnehmen? Und nehmt die, ja, alle Bett mitnehmen, damit wir nachts nicht sterben, so wie vorhin. Weil du weggerannt bist mit dem Pferd. Ja, weil ich weggerannt bin mit dem Pferd. Penis. Dann lass warten, die Nacht, dann pennen. Ihr könnt euer Bett wieder platzieren. Also soll ich jetzt gerade, was ich abgehakt habe, nochmal hin platzieren? Ja, lass die Nacht doch kurz pennen und dann. Er sagt, mach das Bett weg, ich mach's weg, dann sagt er, okay, dann geht jetzt schlafen. Ja, okay, ist aber krass jetzt, dass du es wieder machen musst. Fuck it. Nein, Willi, tötest du mein Pferd? Willi, ich fick dich, Willi. Willi, er hat mein Bett getötet. Willi, ich bin in meinem Haus, Bro! Ich bin in meinem Haus! Du Scheißegal, ich werde dich ficken jetzt. Bitte sag ihm was. Bitte, Elias. Mann, Digga, ich will doch einfach nur ein Wandertag. Steh auf jetzt. Digga, du bist geisteskrank. Schau, was du machst. Wenn ich dich in echt sehe, will ich kämpfen. Hör auf, okay, du wirst sehen. Lösch das, okay. Ich will einfach nur den Wandertag. Gib mir wenigstens meine Pferde-Dia-Rüstung. Hey, dann mach mir meine Innenausrichtung wieder! Er zündet sein ganzes Pferd. Er macht alles kaputt.
Mach all, guck mal, wenn du es wieder gerade machst, ist so in Ordnung, sonst nicht. Gibst du mir meine Dia-Rüstung dann wieder? Ich hab nicht mal dein Pferd gekillt, aber ich gebe dir deine Rüstung. Achso, gib mal her. Digga, mach erstmal hier meine Gib her! Ach man, wenn du hier meinst, mich anzuschreien, ich bin 24 Ollum. Komm ran! Willi, gib mir mein. Walla Billa, wenn du mir meine Sachen gibst, ich mach das dann. Walla Billa, ich gebe dir das zurück, wenn du hier meine Ding machst. Hast du aber auch die Diamantrüstung? Oder ich guck jetzt nach. Ja, hab ich. Sag Walla Billa, du gibst mir es danach? Ey, wenn ich das sage, sag ich das. Mach jetzt mein Endausrichtung wieder. Hier, ist fertig. Nein, so. Ich will sehen. Oh, was, ich will sehen, ist doch fertig. Okay. So, jetzt gib mir deine Sachen. Okay. So. Alle mal tief durchatmen. Jeder geht jetzt schlafen und denkt darüber nach, was er gemacht hat, okay? Heute ist ein guter Tag, ich spüre es direkt. Ich bin ausgerüstet für den großen Tag. Eli, was? Wenn du sprintest und springst, bist du schneller. Also immer sprinten und springen dabei. Ey, bin ich mute, seid mal ehrlich? Nein, was war? Ich hab mir Brot gegeben. Brot? Warum hast du nichts zu essen? Na warte, ich geb dir was. Ich hab dir 8 gegeben. Ja, reicht, perfekt. Warte, nimm das Schweinefleisch noch. Hier. Komm. Zufällig, dass du das hast. Gott sei Dank. Hier sieht's cool aus. Und jetzt so. Hier farmen? Das große Wandern? Hier runter. So habe ich mir das vorgestellt. Hier ist zum Beispiel Eisen. Ja. Das könnt ihr abbauen. Mit was? Mit einer Eisenaxt? Bruder! Holz! Axt! Stein! Spitzhacke! Alles andere machst du mit Spitzhacke. Das große Hacken von Jana. Was habe ich mir das vorgestellt? So, auf entspannt, bisschen hacken. Ja, diese lockere bisschen. Alles sammeln, wie so Eichhörnchen. Alles sammeln und zurück zum Stamm bringen. Ey, da hinten ist was richtig crack. Da hinten ist so dunkelblau. Was ist das? Das ist Lapis Lazuli, was du schon hast. Ich jetzt noch Ding. Was ist das hier nochmal, Rohr? Wie nennt man das nochmal? Richtig, ne? Lapselin ist cool, ne? Spring mal in das Wasser hier rein. Dann stirbt ihr nicht. Hier in das Wasser. Oh mein Gott, Eli! Ist er tot? Ich sag in das Wasser! Bro, ich bin da runtergefallen! Er hat sein Bett sogar abgebaut. Er muss mit Koordinaten hierher kommen. Okay, ich kann das. Sag mir. 220 minus 300. Auf welche Zahlen muss ich gucken? Hier gibt 50 Zahlen! Mach mal seine Sachen in eine Truhe am besten. Ja. Ich komm jetzt hoch, Eli, ne? Bei mir kracht's. Bau mich mal hoch hier. Ja, ich seh dich! Es ist so dunkel hier. Ey, geh in die Truhe, da sind deine Sachen. Wo ist die Truhe? Wo ist die Truhe? Du sagst einfach, geh an die Truhe! Bruder, hier ist original eine Truhe, Eli. Hier ist original eine Truhe. Dieses Rote, ist das gut? Redstone. Nee, aber er wollte das haben. Das sind keine Dias. Ah, hier oben sind Dias. Das Eli, sind aber dann meine, bitte. Ich will Dias. Warte, Ruhe. Hier, das sind Diamanten. Oh, ich hab Diamanten. Eli, was ist denn hier los? OMG, Leute. Ey, was ist das für eine Cave, Junge? OMG. Hier, komm, nimm die. Warte, wo bist du? Ich sehe die ganze Zeit nichts, Digga. Die Zeit ist schon auf Maximal-Chat. Bei mir ist auch, ich sehe so wenig. Schreib. Ja! F, aber ich glaube, du hast keinen Shader, dann geht das nicht. Oder geht das auch ohne Shader? Oh, einen Diamant habe ich gefunden. Ja, dann geht es nicht ohne Shader. Ey! Hilfe! Bruder, du sagst Hilfe und bist zum Arsch der Welt gelaufen. Ich und Willi sind zusammen. Du kannst die blocken mit deinem Dings, ne? Ich hab keinen. Diamant. Ich bin so gierig nach Diamanten. Wenn ich in die Lava falle, ist man dann tot? Mhm. Oha. Ich bin tot. Nein, Willi. Ich kann das nicht, ich hatte so viel. Warte mal, bist du in Lava gefallen? Dann ist ja alles weg, was man gemacht Nein, hat. Nein, wenn du in Lava gefallen bist, sind alle deine Sachen weg, Willi. Okay, das heißt für mich, ich verabschiede mich jetzt von meinem Kopf. 10 Dias, 100 Subs. Wenn ich 10 Dias finde. Digga, ich hab schon 26 Dias. Ja, Bro, weil du der schlechteste Coach bist, den es gibt. Du gehst einfach los, du sagst einfach, crafte dir ein. Ich weiß nicht mal, was craften ist. Yo, Axel, Digi, was geht? Axel, Roland, hilf mir nicht. Wie kriege ich jetzt eine bessere Spitzhacke? Ja, aber ich den Stream nebenbei aufhaben. Also, mach mal, drück mal E. Du hast kein Holz. Damit das Problem. Ja, ich würde jetzt einfach nach oben gehen irgendwie. Wie soll ich denn bitte nach oben? Hast du dir das mal angeguckt? Ja, Roland, lässt mich einfach sterben. Es ist so ein Bastard. Ja, Digga. Ey, Junge. Der Junge ist so in seiner eigenen Welt, Digga. Ich schwöre dir. Einfach alles, ich bin schuld. Ja, Bro, das ist erstmal ab. Das Diamond-Rätsel! Diamond! Ich mit Hand. Hallo, was machst du? Zombie, Junge, du gehst down! Renn, Junge! Wenn ich sterbe, ist es deine Schuld, Bro. Nimm die Diamanten, Eli! Du musst rennen! Nein, echt? Wo schnell das Ich hab Diamant! Den kleinen Zombie musst du töten, Der, ja, der kommt sonst überall durch. Du kannst ja hochbauen, bau dich hoch, einfach nur hochbauen. What? Nein, hochbauen, hochbauen. Nein.
Rot, du bist der Wirt. Ich bin ein gar nicht schuld. Hat er vorher F3 gedrückt? Hast du vorher F3 gedrückt? Nein, hat er nicht. Rot, du bist dran schuld. Alex war gerade ein besserer Coach und Eddie, Vater, als du es jemals sein wirst. Weil er den Schiebwaffel hat, du Idiot! Wenn du von mir wegrennst, was kann ich dafür? Rüstung, ich brauche Rüstung. Ich brauche eine gute Wenn du ein Ehrenmann bist, holst du mir eine Diamant-Axt. Was? Warum Diamant-Axt? Brauchst du nicht, voll overrated. Eisen reicht völlig aus. Diamant-Spitzhacke lohnt sich. Ja, das aber meine ich. Diamant-Spitzhacke, damit ich schnell abhacken kann. Diamant. 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 Ich kann dir 3 geben, kannst du selber einen machen hier. Oh, Diamant. Rohr. Ja? Teil mal die Beute. Diamant-Hacke. Teil mal die Beute. Warum? Was? Wie teil mal die Beute? Wie teil mal die Beute? Das ist meine Beute. Ich hab ein Diamant-Dings da. Oh, wie? Ich hab, nein. Was? Hat er sich eine Hau gemacht? Ja. Oh mein Gott, oh mein Eli, ich geb dir nie wieder was, ne? Ich geb dir nie wieder was, ich damit das klar ist. Ich hab Diamant-Hacke gemacht, wie ich's gesagt hab. Digga, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, hey, was hätte ich da machen sollen? Was hätte ich machen sollen? Mach mal Rechtsklick auf den Boden, mach mal Rechtsklick auf den Boden. Weißt du, was das ist? Zum Ernten. Jetzt kannst du mit deinem Diamant-Erd-Dings kannst du da ernten gehen. Und nicht schnell abbauen. Nee, Eli, du kriegst auch 3 Dias. Nein, Digga, woher soll ich sowas denn wissen? Dann mache ich das in meinen Spind rein und dann passt das. Hier, Spind kann man immer mal gebrauchen. Gib mal noch 2 Diamanten. Du kannst mir das schenken, du hast 2 Diamanten! 2! Ich hab dir 3 gegeben, du hast eine scheiß Hau gemacht damit! Ich brauch nur zwei. Gib 2, gönn auf Bruder, Ehrenbruderbasis, Bro. Heck Eier, Alter. Also, jetzt sag mir ganz genau, was ich holen soll. Die Spitzhacke, Mann. Digga, ich kann das nicht mit dem. Gott, ich bräuchte einen auf Lock. Noch ein Dia. Diese Lock da rein. Gott, auf Lock diese 2 Diamantis? Ich hab dir doch 3 gegeben. Ich hatte nur 2 bekommen. Und Eli hat 2x2 bekommen. Dafür habe ich aber jetzt so einen Erntediamanten. Hey, sag Wallabila, du hast nur 2? Ich hab nur einen gerade. Was hat er sich gemacht? Ich hab diese lockere Schwert gemacht. Nee, Digga. Bitte! Bruder! Er darf sich eine Ernte dir machen! Nimm! Ich hab gleich selber nichts! Nimm mal alles! Nimm Hose! Hier, nimm die noch! Komm! Hier! Wir haben hier im Discord einen Minecraft-Profi. Hallo? Hallo, Basti. Du musst erstmal eins wissen, das ganz wichtig ist. Rohat kommt mit der ganzen Situation nicht klar. Er ist überfordert. Ich meine, woran scheitert's denn? Also. Die Frage ist, wo es nicht scheitert. Sobald wir unser Dorf verlassen, ist es verrückt. Ich meine, man muss ja erstmal ein bisschen reinkommen und so. Aber also, braucht ihr irgendwie bei irgendwas Hilfe? Also ich kann also mal reingucken. Was empfiehlst du uns? Ja, ich glaube, Basti kann gar nicht viel machen. Nein, Rohat ist der übertreibt. Basti, das Problem ist, dass er mit Wörtern um sich schmeißt, die Willi und ich noch nie gehört haben. Ich sag, ich habe keine Fackel und ich habe nichts. Er sagt, dann crafte dir einen. Ich weiß nicht, was craften ist. Ich weiß nicht, was das ist. Da fängt's an. Das ist so, als wenn du zu einem Handballer sagst, der noch nie in seinem Leben Fußball gespielt hast, ja, du musst einfach einen Übersteiger und ein Roulette machen, an dem Gegenspieler vorbeizukommen. Da fängt's doch schon an. Ich weiß nicht mal, was ein Übersteiger und ein Roulette ist. Also, hat dir schon mal jemand ein Schild gezeigt? Ein Schild wäre krass. Schild hat mir Rohat mal gegeben. Weil mit einem Schild bist du auf jeden Fall defensiv. Bist du gut dabei. Schild. Ich gucke jetzt, was ich für ein Schild brauche. Du brauchst du 6 Holz und ein Eisen. Ich brauche einen Eisenbarren. Das hole ich mir. Ein Eisenbarren. Ich bediene mich, ja? Ja, wie? Mikasa, Sukasa. Was machst denn du da? Aber was nimm mir ein Eisenbarren. Hör auf jetzt. Ja, okay. Ein. Aber wichtig ist, dass Kommunikation ist. Ja. Wir wollen, guck mal, ich habe hier auch schon unser Tor gemacht, Basti. Das ist Mordor. Also das habe ich alles selber gemacht. Eli hat Saruman seinen Turm gemacht. Mordor. Weißt du, Eli? So, ich kann jetzt ein Schild machen. Okay, Marco. Guck mal, Basti, du musst ja nur mit mir reden. Ich bin ja nicht Basti, schick die IP, ja? Ich habe jetzt ein Schild ganz alleine gemacht, Rohat. Guck, du wärst stolz auf mich. Mit deinem Dia-Pferd und deiner Dio-Rüstung. Du Schlammblut. Das ist alles Hefeweize. Das ist Brot? Das wird Brot. Das ist Weizen. Guck mal, so wird's doch ein Schuh draus, Jungs. Genau so. Eli trampelt meine Farben kaputt. Nein. Geh runter, Eli! Ich trampel die nicht kaputt, Mann. Ich kümmere mich um die Farben. Nicht drauftreten! Boah, ich bin... Das ist gelb. Das kannst du kaputt machen, glaube ich. Alles, was an der Reihe ist, kannst du kaputt machen. Willi, ich kümmere mich darum. Ja, das kannst du kaputt machen. Das wächst. Das braucht nur seine Zeit. Ja, er hat Knochenbilden drauf gemacht. Dann wächst du schneller. Mann! Nein, das schaffst du. Mach dein eigenes Feld. Ich hab dein eigenes Feld, Eli! Ich hab mir. Du machst hier gerade alles kaputt. Nein, Bro, ich hab mich drum gekümmert. 6 Weizen, jetzt kannst du 2 rote machen. Willi, ich hab das ab. Es ging besser damit. Ich mach auf das Gelbe hier. Guck jetzt, Willi. Zack. Willi, guck, jetzt schlag das ab.
Und jetzt kriegst du einen Weizen, Bro, da. Ja, gut. Wegen meinem Knochenmehl, wegen meinem Knochenmehl. Wir sind keine Noobs, damit es mal hier geklärt ist. Ihr dürft in unser Dorf kommen, in Mordor. Ja, wenn du ein paar ich werde die ganze Nacht spielen und so weit sein morgen. Ich werde die Rüstung, alles haben. Nein, ich will auf jeden Fall, ich will heute einmal noch in die Höhle. Ich will einmal mit Diamanten nach Hause kommen. Kannst du mit Basti zusammen machen? Nein, Roar, wir sind das Projekt zu dritt angegangen. Wir drei wir drei werden noch in die Höhle heute gehen und werden mit Diamanten rausgehen. Du darfst nicht so schnell loslassen. Bitch, ich hab meinen Kopf gefickt! Nein! Digga, bei allem bin ich schuld! Ich geh mit euch nirgendwo mehr hin! Immer bin ich schuld! Du Stück Scheiße, du bist mit dem Pferd und deiner vernutteten Dia-Rüstung einfach weggegangen. Woher sollen wir denn überhaupt die Ahnung haben, wo wir langlaufen müssen? Du Stück Scheiße! Wir sind aber jetzt da! Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, was Willi und ich gerade gemacht haben, Junge. Roar, wir haben eine Brotfarm mit einem Tor. Basti, das hier habe ich gebaut. Guck mal hier, das ist mein Haus. Ey, ich mach ein paar Screenshots. Das ist zwar nicht so groß, aber es reicht für mich. Also mir reicht das. Das ist klein und fein, weißt du, gemütlich. Ja, voll. Und falls ich mich verlaufe, habe ich da so einen Turm oben gebaut. Mega nice Feature, Geller. Aber was ist das da oben drauf eigentlich? Das ist eine Fackel, Bro. Das sieht man doch. Und weißt du, was ich jetzt mache? Ich brate das Hähnchen, was ich mit meinen eigenen Händen erlegt habe. Hier, weil ich mittlerweile kann, weil mit mir geredet wird. Warum mache ich das? Damit ihr am Ende wieder Essen habt. Warum hast du schon die Rüstung? Das kann ich dir beantworten, Lisa. Das kann ich dir beantworten. Weil er ein Nuttensohn ist. Weil er einfach uns alleine lässt und das ganze Eisen und Diamant für sich beansprucht und uns nichts erzählt. Digga, das ist so cap. Ihr seid beide draufgegangen und ich hab's vorher schon so viel. Du erzählst uns nicht, wie man irgendwas macht. Weißt du, wie du das vorstellen musst, Isa? Du gehst zum ersten Mal zur Fahrschule, dann setzt du deinen Schüler hinter Steuer und sagst, mach mal. Und am Ende kriegt er deinen ganzen Hack. Ich hab 2 gebratene Hühnchen, 3-mal gebratenes Hammelfleisch und 2 mit Steaks und 3 Brötchen. Ich gebe immer das Dings. Was willst du? Nee, vom Basti. Von dir will ich gar nicht so auf den Müll. Wenn du weiter so machst, Digga, dann weiß ich nicht, ob dein scheiß Dia-Pferd am nächsten Morgen noch steht. Verstehst du das? Dann hab ich noch ein Steak mehr. Mein Pferd wird nicht gespielt, Digga. Dann hab ich noch ein Steak mehr. Der Typ steht da mit einem Dia-Pferd und ich hab nicht mal so eine scheiß Axt gehabt. Melina fragt, was das für ein komisches Tor ist. Melle? Melle, willst du mal drüber sprechen, was dein Freund gebaut hat? Erinnert mich an eine Aral-Tankstelle und da ist das Scheißhaus. Ey, lass mein Haus in Frieden. Wo man nach dem Schlüsselbund fragt, was in so einem Stock dran ist. Nein. Was in so einem verdickten Holzstab dran ist, Digga, weil man auf Krampf kacken gehen muss. Ich hab da viel Mühe reingesteckt. Viel Mühe. Du kannst auch trainen. Wart dich umzuschlagen. Ey! Ey! Du Wichser! Verpiss dich von hier. Ich mach doch nichts, Junge. Bist du dumm? Das Pferd wird angedaumt, ob du willst oder nicht. Das Pferd wird angedaumt. Digga, ich spawntrap dich gleich, du Wichser. Eli! Ey, der Wichser! Ey, hör auf damit! Hör auf damit! Du musst dein Pferd loslassen. Ich zitter. Was? Ja! Oh mein Gott, ich hab so gutes Bow-Aim. Alter, der Blickwinkel von mir, wie krass das gerade aussah. Hör auf damit! Dein Pferd wird dann glauben. Ich werd dein Haus anzünden. Ich zünd dein Haus an. Ich werd dein Haus in die Luft jagen, Eli, damit du Bescheid weißt. Dein Diamanten-Roshaar-Bastard ist gerade erlegt worden. Verstehst du das? Ich werde dein Haus anzünden, Chat. Der hat wirklich DND. Digga, übertreib doch nicht. Das war nur ein Pferd, Mann. Guck dir das an, Eli, was ich mit deinem Haus anstellen werde. Ey, warte mal ganz kurz. Guck zu, was ich mache. Warte mal ganz kurz. Lass uns mal kurz nochmal drüber reden. Wie vernünftige, wie zwei erwachsene Männer. Übertreib doch jetzt nicht mit DND. Wie kann ich sehen? Du bist ein fetter Nuttensohn, Roar. Guck zu, irgendwann. Eli, guck zu. Lass uns das zusammen genießen. Komm mal her. Irgendwann wirst du schlafen gehen und irgendwann wirst du ein Haus haben. Und dieses Haus, mein Freund. Eli, ich hab kein Leben. Ich hab kein Leben. Ich werde niemals schlafen gehen. Guck dir an, was du getan hast. Kann man sowas machen? Guck mal, sogar dein scheiß Turm verbrennt. Siehst du das? Hör mal zu. Ich reiche dir jetzt die Hand, du fetter Bastard. Ich reiche dir jetzt. Ich werde einen neuen Server machen, ohne dich. Aber wenn man guck mal, da unten sind Dias direkt. Wo? Ich bin Dias. Was? Wo? Ja, warte. Das ist eine Geode. Was ist das? Das sind Amethystkristalle. Ah, Diamanten!
Oh. Ja, glaub mir, da, also hier, wo wir gerade sind, wird er nicht niemals so schnell hinkommen. Guck mal, seine Insta-Story. Ich weiß nicht, wovon du redest. Minecraft ist so ein schönes Spiel. Hey, du HS. Du bist ein fetter Bastard, lass dir das gesagt sein. Rot, schwör, dass du mich im Frieden lässt. Ich kann so sonst nicht spielen. Ich mein's krass ernst. Ich geh mir nicht den Arsch abackern, um Dias zu finden, dass du, Wichser, sie mir wegnimmst. Ich kann sonst nicht mit dir spielen. Ich werde nur einen Server aufmachen, so war ich hier sitze. Ich spiele das nicht mehr. Wenn du schwörst, dass du nichts mehr von mir kaputt machst. Wenn du dich entschuldigst, dass du mein Haus abgebrannt hast. Wenn du dich entschuldigst, dass du mein Pferd getötet hast. Du hast angefangen mit dem Ganzen. Du hast angefangen mit dem Ganzen. Du hast schon zweimal mein Haus abgebrannt. Schon zweimal. Einmal hast du es angezündet und einmal hast du es in die Luft gesprengt mit Dynamit. Digga, du hast zweimal mein Pferd getötet. Einmal war es aus Versehen. Okay. Es tut mir leid, dass ich dein Pferd getötet habe. Jetzt du. Es tut mir leid, dass ich dein Haus zweimal angezündet habe und TNC in dem Haus platziert habe und dich die ganze Zeit getötet habe. Okay, versprichst du, dass du meine Dias im Frieden lässt und mich? Und mich einfach, wir jetzt ganz normal als gute Dorfbewohner leben? Ja. Sag es! Wir leben als ganz normale Dorfbewohner miteinander. Friedlich. Friedlich ist ein wichtiges Wort. Okay, gut. Ey, war voll stark. Guck, so klären das zwei zivilisierte Menschen. Verstehst du das? Jetzt sagt jeder zur jeweils anderen Person eine positive Eigenschaft, die er an ihm mag. Rod kann... Oh mein Gott, ey. Rod kann echt gut Wettessen machen. Er hat das Wettessen In- und Out-Burger gewonnen. Mhm, ja. Yeah. Ja, ich brauche noch ein bisschen. Ja, so sieht's aus. Eli kann gut... ist ein guter Unternehmer. Okay, nice. Guck mal, Eli. Dreh dich um. Ja, ich will auch sowas bauen. Eli, komm mal her. Komm mal bei Willi in sein Dings rein. Komm mal her. Ich hab ihm da noch so eine kleine Nachricht hinterlassen. Komm mal her. Da ist eine Falle. Geh du vor. Nein, ich schwöre, nein. Komm doch hier. Ist keine Falle. Guck, hab ihm ein kleines Schild da gelassen. Messi, grüß. Guck, was da drauf steht. Hä, wie kann man sowas machen? Das ist voll cool. Ich will auch sowas machen. Ich will reinschreiben, Rort ist ein Bastard. Ein fetter Bastard. Also, Digga, du kannst nicht mal deinen Nachnamen schreiben, Alter. Wie willst du hier das hinbekommen, du Dummkopf? Ey, lass uns mal ein Spiel spielen. Basti ist schon im Discord. Du nennst uns ein Land und wer als erstes die Hauptstadt davon nennt, kriegt einen Punkt. Okay. Bist du jetzt in Hauptstädten so oder was? Nein, Basti ist sowas krass. Starten wir mit Schweden. Stockholm. Stark. 1-0. Oder was? Digga, Bobo. Kiffer. Wir gehen ein bisschen in die Fußballwelt. Brasilien. Brasilia. Ist korrekt. Fuck! 2-0. Ich wollte es gerade sagen, Digga. Ukraine. Kiew. Nein! Ich wollte es gerade sagen, Mann. Bro! Vor allen Dingen, warum wollte Rot das gegen mich machen? Ich dachte, du bist gut darin. Ich bin scheiße darin. Und du ich bin auch scheiße darin, deswegen dachte ich, ich dachte, ich dachte, er rasiert mich jetzt. Sagt mir mal von Griechenland. Athen. Digga, deine Freundin kommt aus Griechenland, Digga! Der nee, war doch da schon mal! Nee, man weiß es aber trotzdem nicht. Das ich glaube, man kann es trotzdem. Ich glaub, Athen man kann das schon weiß man, Bro. Okay, dann sag mir nochmal von Japan die Hauptstadt: Tokio. Ey, warte mal, warte! Ich hab grad einen Tweet gemacht, Mann! Mann, Bro, das sind 5-0. Dann sagt mir mal von Belgien. Brüssel. 6-0. Das hätte ich gewusst, Bro. Hä? Digga, und du? Digga, ich bin echt nicht gut in sowas, ne? Digga, ich hab doch nicht mal gesagt, als wenn ich gewinnen würde. Ich hab's einfach just for fun gesagt, du Dummkopf. Als wenn ich dann gewinnen will, ist der hässlich. Ich bin bodenlos bei sowas. Du bist gut in sowas, Basti? Ja, schon. Afghanistan. Kabul. Armenien. Tirana. Nee. Jevran, I'm sorry. Okay, Bahrain. Manama. Burkina Faso. Ouagadougou. Costa Rica. Digga, was für ein Kuku? Costa Rica. San Jose. Ecuador. Quito. El Salvador. San Salvador. Estland. Tallinn. Finnland. Helsinki. Gabun. Libreville. Digga, wie geil. Ja, ich schwöre, Digga. Er hat seinen Lehrer in der Schule unterrichtet. Also, okay. Jordanien. Amman. Kap Verde. Praia. Was? Woher weißt du denn sowas?